Die Büchse der Pandora war der Sage nach ein Geschenk der Götter. Ein Hochzeitsgeschenk des verschlagenen Zeus mit der Warnung, es niemals zu öffnen. Natürlich war Pandoras Neugier viel zu groß. Sie lugte hinein und im selben Augenblick wurde alles Unheil der Menschheit in die Welt entlassen. Soweit die Sage, die Wahrheit war leider viel schlimmer. Die echte Büchse der Pandora besaß unglaubliche Kräfte. Antike Reiche führten Kriege um ihren Besitz. Schließlich verbarg eine Geheimgesellschaft namens Rat der 98 das Artefakt vor der Welt. Jahrhundertelang blieb sie verborgen und selbst die nachfolgenden Generationen des Rates kannten ihren Aufenthaltsort nicht. Anfang des 21. Jahrhunderts holten Schatzsucher ein seltsames Relikt vom Meeresgrund. Da sie seine Herkunft nicht ermitteln konnten, brachten sie es zur Untersuchung nach New York. Es gab keine Schlagzeilen, aber meinen damaligen Chef Le Fay interessierte das sehr. Sein starkes Interesse für die Antike, besonders für die Büchse der Pandora, ließ ihn die wahre Natur des Artefakts erkennen. Le Fay wollte, dass unsere Organisation, der Schwarze Orden, sich die Büchse der Pandora noch vor dem Rat holte. Und er heuerte einen Mittelsmann an, den der Rat nicht beobachtete. Charles Deckard war ein Profi-Dieb, der sein Können an den Meistbietenden verkaufte. Durch seine Käuflichkeit wurde er zu einer Schachfigur in Le Fays Plan. Einem Plan, den ich erst durchschaute, als ich mit Deckard zum Museum ging, in dem die Büchse war. Und er Dinge auslöste, die die Welt für immer verändern sollten. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir Legendary, diesmal auf dem PC. So. Wir drücken hier zum Fortfahren. So, das Spiel ist von 2008. Ich denke, grafisch macht das keinem was vor. Überlegt, 2008. Denke ich, war es mit einer der besten Spiele. Schauen wir mal, was es heutzutage ist und was es uns denn überhaupt noch bringt, das jetzt zu spielen. Ich hatte es jetzt nochmal bemerkt,
gepackt und stand stehen, dachte ich, ach komm. Warum nicht? Probier's das mal aus, bevor du es jetzt wegschmeißt. So, geht's auch schon los hier. Das Feuer aus. Prima. Hörst du mich? Ich bin Sylvian. Was ist passiert? Ich bin aber gern weg. Ein gewaltiges Erdbeben hat das Museum direkt getroffen. Jetzt steht das ganze Gebäude in Flammen. Du musst da raus. Such dir einen Weg nach draußen. Ich bin auf der anderen Straßenseite. Ist alles voll. So lange. Ich rufe jetzt nicht zurück, dafür haben wir keine Zeit. Ich will auch raus hier. Ja. Das ist gleich voll die Action. Mann, Mann, Mann. Das Spiel lässt mich aber auch runter. Ja, schon dabei. Ja, springen? Ja, darf ich aber nicht. Darf man gar lang springen. Hallo, Boss. Ritzel, Brippo. Einmal Kurzschluss. So. Zu langsam. Sorry. Luna? Hallo? Ach da. Nochmal Kurzschluss. Wir sind raus, juhu. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Alle Matsch. Oh, jetzt wird's ja ab. So, die Musik kommt. Wow. Deckert, weg vom Museum, schnell! Was meinst du, was ich hier mach? Röntgen Trainer. Oh, hallo. Schön, das aus der Asche. Kann er nicht rumspringen? Ich bin vom Museum abgeschnitten. Ich fahre mit dem Auto zur nächsten Ecke. Da treffen wir uns. Da lang. Auf, komm mal. Was bist du? Schmeckt. Danke. Tschüss. Haha, so. Chaka, jetzt. Komm her, komm her. Ich hack dich klein, Junge. Oh. Oh.
Ah, dann können wir das nicht auf den Fall hauen. Da geht's nicht weiter. Hau ab! Weg! Weg! Wusch! Zurück ins Körbchen! Komm! Schon geil. Muss man mir mal zeigen, wie der geht. Ist zu viel lang, ne? Hui! Ja, jetzt hat er es aber nicht mehr eilig. Das nächste Mal. Aber schau her. Jetzt will ich aber mal rennen hier. Nicht rein. So. Natürlich. Kisten kann man nur so beseitigen. Bin ich dann eher drauf gekommen. Oh, die U-Bahn. Nehmen wir, jetzt haben wir unsere Ruhe. Ja, nö. Klar. Hier ein Schoßhündchen an die Seite. Ja, toll. Ganz schön dick geworden, ey. Na du Stinger! Achso, nächster. Ja! Yeah.
halt drauf, Mensch. Ratzen. Hallo, dann will ich nicht Feuer speien jetzt. Okay. Ja, ich kann hier echt schön springen hier. Hi Jungs, wo geht's denn hier weiter? Ja, du weißt natürlich, dass ich da gleich komme, ne? Da ist ein Schuss. Folgen die Scheiße, die ich am Kerl noch. Echt jetzt? Ich höre schon wieder was rollen. Und sehen durch nichts. Also. Einfach ruf hier. So. Was ist denn hier? Junge, Junge.
jetzt geht's wieder nach oben. Ich starte wieder auf Nahkampf. Feuerwerkst, let's go!
Mann, erzähl mir, wie ich da hinkomme. Was? Tot? Fuck. Oh mein Gott. Ja. Habe ich wohl nicht aufgemerkt. Naja, mein Gott, passiert. Ups. Hätte ich mich mal lieber wieder heilen sollen. Oh, das lädt aber ganz schön lang dafür, dass das... So weit hinten muss ich jetzt wieder anfangen. Habe ich jetzt aber echt weit geworfen. Warum habe ich jetzt nicht die andere? Langsam glaube ich, das könnte der Weltuntergang sein. Wissen Sie, kommt mir so vor, als hätte ich mal öfter zur Kirche gehen sollen. Ja. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich will nur nach Hause, wenn es das noch gibt. Kommen Sie, lassen Sie uns irgendwo hingehen, wo es trocken ist. Das ist mein Traum, ich wüsste es. Hilfe! Was kommt da? Was zum Teufel ist das? Ach,
So. Haben wir jetzt unsere Ruhe her? Weh, ich drehe mich rum und es kommt was. Wir kommen jetzt. Alter, das ist doch dämlich. Wieso kann denn der da nicht hochklettern? Eine Explosion! Ja, Wahnsinn! So, was können wir denn jetzt hier machen? Ah! Aha! Oh, das ist doch nicht. Okay. Kommen wir jetzt nicht weiter. Okay, das war der Werwolf. Wie kommen wir jetzt? Schon wieder ganz runter, ja. Diese Tür ist verschlossen. Ich kann sie nicht öffnen. Es gibt einen manuellen Schalter im Büro des Lagerfuhrarbeiters. Bist du Sie müssen einen Weg nach da oben finden, um an den manuellen Schalter für diese Tür zu kommen. Ich höre was, was ich nicht sehe. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Doch. Ah, da war ich ja gerade. Okay. Komm jetzt da hoch. Och man, ich höre schon wieder so ein Vieh. Ist jetzt schon geköpft, ja? Toll. Aber jetzt mal Ruhe. Ich kann nicht einfach hier hochklettern, das ist doch echt, also. Ja, wie komm ich jetzt da? Oh, es kommt das nächste Vieh, ich dreh durch! Okay.
weiß nicht, ob ich jetzt doof bin, aber irgendwie kommen wir hier doch immer wieder nur zum Anfang hin. Können wir doch nicht hoch. Von der anderen Seite öffnen. Komm schon, das nächste Vieh, ja herrlich. Geht's doch nicht weiter? So, jetzt schauen wir mal. Monster, da wird ja nichts weiter stehen. Aufgenommen. Nee. Ziele. Ausrüstung. Oh, Kampfhubschrauber, den nehme ich sofort. Weiter. Kommen wir hier nicht hoch? Ich drehe durch. Ach. Ich will mit Steuerung immer mich hinsetzen. Ich müsste da hochkommen, damit ich weiter kann. Aber wie? Also ich habe echt keine Ahnung. Steuerung legen. Ja, zieh ab jetzt hier, Mann. Ich bin langsam echt auf den Sack her. Ich will jetzt wissen, wie ich hier weiterkomme. Das gibt's doch gar nicht. Irgendjemand eine Idee? Warum kommen wir nicht? Das war total sinnvoll. Oh, das nervt. Keine Chance. Kommt gleich wieder so ein Vieh hier. Oh Mann, ey. Hier weiter zu kommen. So. Das läuft ja wieder super optimal hier. Hallo? Mal wissen, ne? Jawohl. Er springt halt einfach mal runter. Oh. Sag mal, was ist denn jetzt mit dir hier, Junge? Mit der Steuerung müssen wir echt noch ein bisschen gucken, dass wir zurechtkommen.
denn jetzt hier los? Junge. Natürlich. Es war so klar. Es war so klar. Oh, jetzt kommen die Viecher gleich wieder. Ich habe hier nur so eine doofe Pistole. Kann man hier mal speichern? Nein, kann man nicht. Cool. Wird halt mit der Axt geprügelt. So. Nein! Oh. Bin ich solche Rätsel lieb, ehrlich. Komm mal her. Oh. Oh Mann, was machst du denn? Wenn diese blöden Werwölfe nicht wären, ich wenigstens meine Ruhe dabei hätte. Wieder an der falschen Stelle. Boah. Echt jetzt. Mein Gott, das kann doch nicht so schwer sein jetzt hier. Die Steuerung ist echt hakelig, also das ist nicht so einfach. Wieso komme ich denn da nicht hoch? Dann erwacht wieder zum Leben. Ich kann jetzt nicht wieder da runter, ey. Also das fährt da rüber, da hinten das fährt hoch. Wieder. Jetzt wacht er direkt vor mir wieder. Oh, ich bin oben.
Ja, bitte, Speicher. So, ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns an, wie es weitergeht. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like da. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. In diesem Sinne, stay tuned und bis bald.